Dann nochmal. Hier. Nein, kein Betäubungsmittel. Ach so, ich habe gar keine. Gar keine Dämonenmittel mehr. So. Vier Dings habe ich auch bloß noch. Oh, mir gehen wieder die Vorräte aus. Zum Kotzen. So, vier. Da haben wir nur noch 14. Vier Beruhigungsbomben. 19 Wettsteine. Okay. Passt doch. Ja, okay. Was hast du? Muskelknochen M und Schweifschutz. Gut, wenigstens hat er den Schweif aufgeschnitten. Rückenpanzer, Diablos Reißzahn. Okay. Passt ja. Ich denke, eine Waffe können wir uns aus ihm nicht unbedingt machen. Vielleicht schon, aber ich glaube, die hat. Es war früher eine T-Rex-Waffe. War es bei ihm auch? Oder hat er eher Verteidigung drauf? Ich habe keine Ahnung. So, Dungmeister, Kombiniere hoch, brauchen wir nicht. Erheber normal. Oder der Trainer beschleunigt Wachstum und verhindert, dass sie miteinander kämpfen. Der Trainer ist vielleicht gar nicht schlecht. Also er ist nicht so gut, sagen wir mal, aber geht eigentlich. Nehmen wir mal den Trainer, dann haben wir da auch die Möglichkeit auf Erheber normal und da drüben, naja. Schauen wir mal. Ist ja E+1 frisch, das heißt, wir bekommen ja, glaube ich, E+1. Wenn überhaupt. Ja, den Erheber normal, gut. Den hätten wir ja vielleicht auch beim anderen bekommen. So, wir sollten alles haben. Die Kaltgetränke. Feuer. Gegen Feuer sind wir eigentlich gewappnet und brauchen auch nicht unbedingt was. Ich weiß nicht, ob er noch Schlaf kann oder was er noch von Element kann. Wird eventuell so sein, dass er, er hat ja von Schlaf auf Feuer gewechselt. Und kann natürlich sein, dass es jetzt wie beim Basarius und Gravios ist. Beziehungsweise beim... Was war das? Ich glaube, es war auch ein schwarzer Gravios dann. Ich weiß es nicht mehr, dass er zumindest den Dings ändern kann. Vielleicht kann er jetzt Gift oder so irgendwas. Gift wäre scheiße. Soll ich nochmal... Nee, ich riskiere es einfach mal. Ich sollte vielleicht nicht das Eislangschwert mitnehmen. Eis ist, glaube ich, auch nicht so schlecht gegen ihn, aber... Besser ist natürlich Wasser. Also am blödsten wäre natürlich jetzt Feuerlangschwert mitzunehmen, aber Eis wird nicht so effektiv sein. Feuer ist eher gegen Eis natürlich gut, deswegen. So, ja, die ist natürlich gut. Die hat auch... Ja, da verlieren wir ja auch die 10 Lebenspunkte nicht. Da wir da das eine Gesundheitsding jetzt drin haben. So, und dann nochmal die... Nein, Triumph der Tyrannen. Ärger einen Diablos und einen schwarzen Diablos. Es sollte jetzt nicht so schwierig sein. Das können wir danach machen. Ass im Ärmel hier nochmal. Schalten wir da vielleicht nochmal eine Quest frei. Dann können wir die nochmal machen. Passt ja, okay. Ass im Ärmel. Wieso alles immer Vulkan-Nacht? Waren wir schon mal im Nachtvulkan? Ist der dann kühler? Ich denke nicht. Vulkan kühlt sich ja über Nacht nicht ab. Das wäre... Wäre ein bisschen merkwürdig, okay. Ich nehme einfach mal das Kaltgetränk mit. Zur Not frieren wir dann halt im Vulkan, wenn es ganz schlimm kommt, aber ich vermute jetzt einfach mal nicht. So, schauen wir mal, wie es läuft und was denn auch kommt von Monster, falls überhaupt. Ist ja immer eine gewisse Chance, dass gar nichts kommt, was natürlich schön wäre. Okay, wir starten hier ganz oben, das ist vielleicht gar nicht verkehrt, weil von dort aus kommen wir natürlich direkt überall hin. Der Vulkan ist heiß wie immer. Ich glaube, hier verändert sich auch gar nichts bis kaum was. Ich glaube, der Vulkan ist aktiver nachts, oder? Dass er hier mehr Feuer speit? Keine Ahnung. So, hallo, Stahlurgan. Du siehst nicht unbedingt anders aus. Was ich mir jetzt schon fast gedacht hätte, aber gut. Naja. Also, er hat einen roten Mund und ist ein bisschen bläulicher, aber... Ja... Eine mega Unterart ist jetzt nett, außer dass er durch seinen Schrei Berge töten kann oder zumindest zerstören. Passt vielleicht besser in den Kontext, aber naja. Okay, er kann sich immer noch wild im Kreis rollen und... Ja, Uragan halt. Ich habe keinen Bock auf das Vieh, aber gut. Wir müssen es halt machen. Und ja, wir müssen es tatsächlich machen, weil sonst wird die neue Quest nicht freigeschaltet. So, das Schöne ist natürlich, wir haben jetzt das ultimative Wasserlangschwert, zumindest was das Wasserelement angeht. Das heißt, der sollte auch relativ schnell aufgeben. Sollte ich den irgendwann mal treffen, weil gerade eben ist es ja eigentlich bloß ziemlich lächerlich. Ich hasse dich.
was er hier macht. Er rollt die ganze Zeit bloß rum und, ja, vor mir weg halt. So, ich gehe jetzt hier auch nicht auf den Schweif oder sowas, sondern ich versuche ihn einfach bloß zu besiegen. Natürlich treffe ich wieder mal nicht durch das Kinn durch. Das ist allgemein ein ungeschriebenes Gesetz, dass man nicht durch Uragans Kinn durchkommt und es so auch nie kaputt machen kann. Okay, was kommt hier jetzt? Große Bomben. Okay, haben die dann einfach bloß eine... Ist das Gestank? Kann er... Hat er Stinkbomben und sowas? Sah zumindest so aus. Es sah zumindest nach Feuer aus. Das ist sehr interessant. Okay, dann hätte ich hier vielleicht eher Deo mitnehmen müssen. Gut, wusste ich nicht. Mein Gott, Gestank kann man aushalten. Denke ich jetzt mal. Und wenn es die einzige Neuerung ist, dann passt es ja. Jetzt bleibt doch mal stehen. Mein Gott, das geht mir gerade dermaßen auf die Nerven, was er hier macht. Kann halt bloß durch das Gebiet durchrollen. Okay, das ist Gestank. Oh Gott. Herrlich. Das hätte jetzt natürlich nett sein müssen, dass ich da jetzt gleich mal verstunken werde. Sagt man das so? Keine Ahnung. Aber naja, passt ja. Es ist jetzt nicht so schlimm. Und wenn man die Chakalakas noch dabei haben, dann können die natürlich auch noch ein bisschen was machen. Blöd ist natürlich, dass jetzt A, die Bomben größer sind und B, dass die auch stinken können. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber sollte alles noch im Bereich des Möglichen sein. Wie gesagt, wenn es die einzigen Änderungen sind... Ah, Erdbeben. Ja. Da wäre natürlich das Ding schön gewesen. Wie gesagt, hätte ich natürlich auch machen können, dass ich mir hier Erdbeben drauf tue für den, ja, für den Schnellschärfer. Aber ja, sehe ich jetzt hier auch nicht so die Nötigkeit drin. Okay, aber er macht, wenn er aggro ist, immer noch auch bloß stinken. Gut, der Gestank halt. Das ist jetzt in Ordnung eigentlich. Habe ich jetzt nicht so das Problem damit. Ich stink zwar die ganze Zeit und kann wahrscheinlich in der ganzen Quest keinen einzigen Trank trinken. Was jetzt langsam zum Problem wird. Weil die Chakalakas mal wieder nichts tun. Aber... Ich hasse es, dass es über die ganze Karte geht. Aber ansonsten sollte es gehen. Es macht halt Schaden, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, sonst kein Problem. Ist halt bloß blöd, dass sie die ganze Zeit rumrollt. Geht halt auf die Nerven. Na komm, jetzt bleib stehen. Oh, da geht er, ja, geht er weiter, mein Gott. Ich weiß bloß, dass es im nächsten Gebiet nicht besser wird. Da würde die ganze Zeit auch blöd rumrollen. Deswegen hasse ich den Uragan, ja. Und deswegen habe ich früher auch den Diablos gehasst. Weil einfach so dermaßen viel Zeit drauf geht, in dem einfach nichts passiert. Das Monster rennt irgendwo hin und macht nichts. Und ja, man selber kann es halt dann nicht angreifen. Das heißt, es ist einfach bloß Zeit, die verschwendet wird, sinnlos. Das ist noch ein bisschen schlimmer, als wenn ein Monster in das Gebiet dazu kommt. Dann ist wenigstens noch knifflig, es irgendwie da wieder rauszuholen. Aber hier ist halt tatsächlich so, es geht einfach nichts. Natürlich geht denn die Lava. Okay, aber ich kann wenigstens mal wieder ein Tränkchen trinken. Ah, der Uragan. Eines der wohl nervigsten Monster. Da bin ich wirklich froh, dass ich die bessere Waffe habe. Jetzt komm da raus, mein Gott. Gehen wir nicht auf die Nerven. Natürlich tanzt er genau jetzt. Er hat die ganze Zeit nicht getanzt. Aber sobald ich einen Trank nehme, kriege ich gleich eine doppelte, dreifache Heilung. Es ist manchmal irgendwie lächerlich. Manchmal denke ich wirklich, sie machen es mit Absicht. Aber naja, gut, okay. Schweif angeknackst. Und raus aus dem Gebiet. Gut. Wollte ich jetzt natürlich nicht. Und hier vergehen die 5 Minuten natürlich wie im Flug. Das ist doch... Irgendwas ist doch da komisch dahinter. Ach komm, geht in die Lava, geht ins Gebiet, wo ich nicht rein kann, rollt die ganze Zeit rum. Ja, so kann man natürlich 10 Minuten auch rumbringen. Jetzt komm da doch bitte raus. Oh, danke. Jetzt macht er das natürlich nochmal. Ganz klar, weil es so viel Spaß macht. Uragan wird mein neues Lieblingsmonster. Natürlich. Och, und schon wieder aus dem Gebiet raus. Es ist keine schöne Quest gerade. Es ist einfach bloß ätzend. Deswegen hoffe ich, dass er nicht noch eine
eine besondere Quest dazu bekommt, aber wahrscheinlich schon. Dass einfach beide Orga ankommen. Oder so irgendwas, keine Ahnung. Aber irgendwas wird doch dann nochmal kommen, so eine Doppelquest. Kam jetzt bei jedem Monster. Beim Gletscher Agnaktor kam es, beim Diablos kam es jetzt. Das heißt, es wird bei ihm auch kommen. Was natürlich total nervig ist, aber gut. Von mir aus. Ich hoffe einfach bloß, dass ich mit dem Langschwert wieder so viel Schaden mache, dass er demnächst draufgehen wird. Achso, ja, das trifft hier ja immer. So. Kann ich mir auch wenigstens mal... Boah, wow, ich komme durch den Links durch. Ist ja krass. Durch das Kinn durch, das gibt's ja gar nicht. Fehler in der Matrix. Könnte ich ja sogar das Kinn zerstören. Das. Also, danke. Konnten wir auch sehr gut ausweichen gerade. Natürlich! Stinke ich gleich nochmal. Ich mache jetzt nichts, weil da käme ich eh gerade nicht weg. So. So war es zumindest sicher, dass es nicht irgendwas Blödes macht. Okay, nochmal kurz ein Tränkchen. Auch wenn es wahrscheinlich verschwendet ist, weil ich gleich wieder zweimal Heilung bekomme. Ja, ich höre es schon tanzen. Na super. Na zumindest. Und jetzt wurde getroffen und hat es abgebrochen. Ja, gerade wo ich mich treffen lassen wollte. Es ist einfach herrlich mit der Heilung manchmal. Vor allem in manchen Quests ist es ganz schlimm, aber... Was will man machen? Wow. So, wir werden wahrscheinlich schon auf die 10 Minuten hochgehen. Jetzt macht das doch nicht die ganze Zeit. Vor allem macht das so viel Schaden. Das ist halt das Problem dahinter. Ah, das war verdammt knapp. Okay, gut. Sollte ich nämlich langsam hier mal ein bisschen aufpassen. Vor allem, weil ich gerade keinen Schakalaka da habe, der mich heilen könnte. Und noch eine Weile stinken wird. Ja, vor allem, wenn ich da voll reinrenne. Ich könnte jetzt natürlich ins Startgebiet rennen und mich da heilen lassen. Oder ich könnte jetzt einfach draufgehen, was ich eigentlich nicht will. Aber wie gesagt, da ich kein Deo dabei habe, hätte auch damit rechnen können, dass er tatsächlich jetzt Gestank macht. Das. Naja, gut. Von mir aus. Soll er halt. Muss jetzt halt ein bisschen vorsichtig vorgehen. Na super. Oder vielleicht auch einfach nicht treffen. Dann muss ich einfach ein bisschen sehr vorsichtig vorgehen. Dankeschön. Jetzt stinke ich natürlich schon wieder. Wow. Okay, gut. A, muss ich jetzt ins Lager und B, kann ich mir da... Das ist halt gerade echt ein bisschen blöd, aber da kann ich mir vielleicht wenigstens ein bisschen Deo abholen. Das passt dann und ja, muss mich da kurz hinlegen. Ich hoffe, der Gestank geht dann weg. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Ist es natürlich blöd, aber die Quest ist eh schon so dermaßen am Arsch von der Zeit her. Das kann ich dann ruhig so machen. So. Hier Deo und dann kann ich den nochmal mitnehmen. Und kann mich hier nochmal kurz ausruhen. Okay, auch wenn der Gestank jetzt gerade eben weggegangen ist. Trotzdem. Passt es doch. Leider haben wir nichts, was wir so weglegen könnten. Ansonsten könnte ich jetzt noch die Rationen mitnehmen, aber gut. Nicht so wild. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Quest dann demnächst auch beendet ist. Auch wenn ich ihm eigentlich null Schaden bisher gemacht habe. Trotzdem ist der Schaden, den ich ihm halt gemacht habe, so dermaßen hoch. Oder sollte so dermaßen hoch sein, sagen wir mal. Nicht weggehen. Okay, das war ganz cool. Nein, 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 nicht abprallen. Ach, Mann. Es ist manchmal so ätzend bei dem Vieh. Das ganze Vieh ist eigentlich so dermaßen ätzend. Das ist ja das Schlimme dran. Natürlich, hätte ich jetzt das Elan, dann wäre ich da auch noch gut durchgekommen. Aber, na gut. Okay. Er ist wieder aggro. Ja. Und Skelet-Effekte brauche ich ja zum Glück gerade nicht. Wurde ich getroffen? Nee, gut. Das ist immer so blöd, wenn man dann im Monster drin steht und überhaupt nicht sieht, ob man jetzt getroffen wurde oder nicht. Das ist natürlich super, dass ich jetzt gerade gar nichts treffe. Es macht mich gerade echt fertig, dieser Kampf. Dass der so dermaßen beschissen läuft gerade. Na, schade. Ich wollte ihn gerade nochmal aufhalten. Okay, kurzen Wettstein. Kaltgetränk kann ich jetzt auch nochmal nehmen. Das ist natürlich super, dass ich es jetzt wieder brauche, aber gerade eben nicht mitnehmen konnte. Naja, gut. Nicht so wild.
Kaltgetränke sind auch nicht das Schlimmste zum Kaufen jetzt zum Beispiel. Okay, da steht er rum. Ist gerade wieder Agro. Das bedeutet natürlich nur Gutes bei dem Vieh. Das heißt, dass er noch schneller ans andere Ende der Karte kommt, um noch weniger zu machen. Ja, wie gesagt, das bringt einfach halt gerade im Moment überhaupt nichts. Ach komm. Jetzt kommen wir erstmal wieder aus der Lava raus. Na, noch ein bisschen weiter raus, damit ich dich auch... Das war die falsche Richtung. Okay, jetzt kann ich wenigstens wieder treffen. Oh! Komm da jetzt aus dieser beschissenen Lava raus und kämpf! Das ist ja gerade echt nur ätzend. So, und bitte geh jetzt schnell drauf, weil ich habe echt gerade keine Lust mehr. Das ist... Da freue ich mich ja dann echt schon auf den Lagiacrus. Lieber 10 Lagiacrus als einen weiteren Uragaan. Wie gesagt, der ist ja gerade echt bloß nur ätzend. Okay. Das nochmal. Ja, verteilt halt noch mehr Steine. Was zum Teufel? Okay, gut. Das war ja irgendwie fast schon zu erwarten, dass das jetzt kommt. Nach so vielen Minen. Okay. Und gleich nochmal. Die mich auch noch treffen, aber wenigstens machen sie keinen Feuerschaden. Das ist ja nochmal scheinbar gut. Oder zumindest stinken sie mich nicht voll, sobald sie mich treffen. Das wäre es ja dann auch noch. Aber jetzt habe ich ja wenigstens die Deos dabei. Ich hätte natürlich zuerst die Rationen nehmen können, die dann futtern und dann erst das Deo. Das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll gewesen. Aber, mein Gott. Habe ich jetzt halt so gemacht. Das war nicht ganz durchdacht. Und der rennt ins nächste Gebiet. Na, wenigstens. Doch nicht. Okay. Er rennt einfach mal über die halbe Karte, um dann umzudrehen und... Ja, keine Ahnung. Ich versuche es gar nicht mehr zu erklären. Es bringt eh nichts. Ich versuche das Vieh einfach bloß so schnell wie möglich zu töten, wo ich hoffentlich gerade auf bestem Wege bin. Bin dann schon wieder aggro. Ich hoffe wirklich, dass wir das... in 15 Minuten jetzt vielleicht nicht so, wie es lief. Nein, falsche Richtung. Ach, scheiße. Ich dachte eigentlich zuerst, das wäre der starke Kinnschlag. Ich habe dann zu spät gemerkt, dass es... Naja. Gut, ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht trifft. Wahrscheinlich. Okay, gut. Dann nochmal hier ein Tränkchen. Das sollte... Ah, nein, nein, nein. Ach, scheiße. Gut, das war natürlich blöd. Jetzt kann ich gleich nochmal ein Tränkchen trinken. Natürlich dreht er jetzt um und... Aha. Es ist gerade einfach bloß... Also so schön die Session auch angefangen hat, aber das ist gerade echt bloß nur ätzend. Dachte, oder hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass es so ätzend wird, weil... Die anderen gingen ja jetzt eigentlich, aber... Ich weiß nicht, ob er extra so programmiert ist, dass er so ätzend ist, aber... Er ist halt gerade echt so. Und es geht dermaßen auf die Nerven. Ja, wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass er demnächst drauf geht. Geh weg, Oroktor. Ich habe gerade nichts zu suchen. Ah, schon wieder abgeprallt. Meine blaue Schärfe, was hier Maximum ist. Ich kann ja gar nicht drüber gehen. Natürlich nicht reicht. Nein, und schon wieder. Super. Wenn ich auch einfach nicht wegkomme. Okay, da wechselt das Gebiet. Ich denke nicht, dass ich das Glück haben werde, dass ich jetzt schon pennen gehen will. Wenn doch, dann... Keine Ahnung. Dann soll das halt. Dann werde ich ihn vielleicht trotzdem töten, wenn ich es jetzt nicht gesehen habe. Wäre natürlich schön, wenn er jetzt pennen gehen wollte oder dann jetzt gleich drauf geht. Aber ich gehe mal im Moment nicht davon aus. Weil ich ihm einfach bisher noch so wenig Schaden gemacht habe. Okay, da fällt er nochmal hin. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Dann kann ich da vielleicht nochmal eine Combo rausholen. Das sollte ja auch gut Schaden machen. Na, außer ich verhau die. Oh. Was auch immer das denn war. Na, es war verdammt knapp zumindest. Das weiß ich. Okay, und da komme ich nicht weg. Nee, das war klar. Okay. Ich versuche es mal auszusitzen. Weil ich habe bloß noch einen Deo gerade. Das würde ich mir gerne ein bisschen aufheben. Oh, ich habe schon so wieder wenig. So dermaßen wenig Ausdauer.
Wenn er jetzt nicht bald drauf geht, dann sollte ich auf jeden Fall mal ein Steak futtern. Ja, die Karte ist natürlich auch super, weil er hier einen großen Vorteil hat, was das Rumrollen angeht. Ja, da komme ich nicht ran, schade. Ja. Okay, hier nochmal zwei, drei Schläge. Sabbert er gerade? Sah, glaube ich, gerade so aus. Nee. Doch. Nein. Oh je. Das wird jetzt natürlich toll, weil jetzt greift er sich da hoch. Oder? Tut er? Tut er nicht? Eigentlich sollte er. Ach nee, er. Hä? Wo kam er denn jetzt her? Wie gesagt, normalerweise sollte er, glaube ich, von da oben dann runter. Keine Ahnung, gut, von mir aus. Dann, solange es mich nicht getroffen hat, passt es ja. Okay, hier nochmal die Kombo durch. Sehr schön. Das war doch jetzt gar nicht schlecht. Was macht er jetzt? Nochmal rollen. Gut. Passt. Und da habe ich jetzt nichts so dagegen. Was nun? Okay. Jetzt haben wir das. Sehr schön. Und ist nochmal hingefallen. Das heißt, hier nochmal die Combo. Ja, sollte passen. Und na komm, dann geh doch jetzt bitte drauf. Dankeschön. Das war ja wie bestellt gerade. Sehr schön. Puh, okay, auch 15 Minuten, auch wenn es ziemlich scheiße lief. Und naja, halt nicht wirklich schön, muss ich tatsächlich sagen. Stahlorganschuppe gegen das. Ja, gegen das Deo, mein Gott. Was bekommen wir noch? Nochmal eine Schuppe. Und was noch? Na, Rachen. Roter Stahl. Gegen Kräuterblaupilze. Gegen. Ja, scheiße. Was tausche ich das jetzt? Gegen Blaupilze. So. Ich weiß zwar nicht wieso. Oh, ich kann nochmal. Cool. Ein Rückenpanzer. Nee, den brauche ich nicht so unbedingt. Ich glaube, der Rachen war relativ gut, den zu nehmen. Ja, keine Ahnung. Die Blaupilze, die kriege ich wieder rein. Das ist jetzt nicht das Problem. Die kosten auch nicht so viel, die anzubauen. Und da war der Rachen vielleicht ganz gut. Auch wenn ich mir wahrscheinlich keine Stahlorga-Anrüstung machen werde. Die können natürlich auch Bebenabwehr haben. Was weiß ich, was sonst noch. Keine Ahnung, Block wahrscheinlich oder sowas. Ich. Wow, gibt es viel Material. Schuppe, Schuppe, Lavaklumpen, Drachentodbeere, Karabalit. Hey, es hat sich ja richtig gelohnt für die Belohnung. Irgendwie ist heute so ein bisschen der Wurm drin, was die Belohnung angeht. Das ist gerade noch ein bisschen mager, muss ich sagen. Na gut, schauen wir mal, ob jetzt der Dings freigeschalten ist. Der. Oh, der sieht stark danach aus. Okay.